Man kostet, ich werde gerade von zwei auswärts schon überholt, irgendwie, kommt mir so vor. So ist wo bist überholt. Denn du jetzt hin, Carsten? In der gefahren, ich fahr. Mach mal, fahr mal langsamer. Ja, Bull, ich halte dich gerade ein, irgendwie. Was ich fahr jetzt langsamer. Ihr ja. Bleibt ihr mal auf eure Spur, ihr Idioten. Bin ich wieder schneller als die, mein Gott. Jetzt brauchst du ohne nach rechts rüber zu ziehen, jetzt komm ich hier vorbei. Du Idiot, Junge. So, ey, Idiot. Ohne Spaß, Alter. Und da zieht er fort, Junge. Ha! Oh, Leute, da kommt noch einer durch. Soll ich wieder Gas geben? Ja! Oh, Carsten! Schnell! Oh! Oh! Ah. Hast gesehen? Ich glaube, ich habe etwas in die Leitplanke gedrängt. Ja. Oh, das kann auch nur eine optische Täuschung gewesen sein. Ich wollte nicht sagen, das liegt an mir. Ganz ich wollte aber trotzdem mal ganz schnell wegfahren. Ganz unwesentlich. Bann? Ja, ja, komm, fick dich, du Faschke. Da hast du eine Links zu fahren. Da hast du eine Links so langsam zu fahren. Du musst wissen, wo deine Spur ist. Und so ist es der Standstreifen, du Schleicher. Das hätte ich jetzt im Funk sagen müssen. Die hätten meine Sprache sagen müssen. Das wäre geil gewesen. Die hätten meine Sprache sagen müssen, ja. So, ey, tschau, Junge. Du, hat wohl von Kraft geträumt. Hat wohl neben Kraftwerk geschlafen oder was. Du. Wie lange wollen wir wegfahren, dass ich tanken fahre? Ich stehe noch auf allen vier Rädern. Ich bin zwar gerade einmal voll in die Leitplanke. Ich fände es gerade aber immens lustig, wenn ich jetzt einfach tanken fahre. Wir fahren dann wieder hinter denen oder so. Ich will es einfach mal noch sehen. Können wir das machen? Wir fahren jetzt hier tanken oder was? Ja. Ja, ich fahre jetzt auch ab. Mach mal. Dann werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Füll mal einen Schluck Wodka ein. Ich bin gerade zu weit gefahren. Ich muss zurücksetzen, Carsten. Lass Abstand. Öllinger, ich fahre am Dienstag zu einem großen Vertriebs... Linie. Außer dem Kalten Krieg ist besser als jeder Freizeitpark. Hast du gehupt? Nee. Felix, Achtung. Ja, ey, Alter, was stellst du dich auch so bescheuert nehmen? Ich werde mich gleich von hinten. Ich tanke gerade. Ich tanke. Ich stell mich nur so doof hin. Ich tanke aber. Carsten, fahr auch rüber. Was? Ich fahr doch. Jetzt sind die vor uns, Carsten. Du bist so ein Kaschmaul. Das wollte ich. Ich will noch ein bisschen Spaß haben in meinem Leben. Ich bin übrigens noch nicht gebannt worden. Ne? Ich bin so vielleicht. Ja, gemeldet, nee, die gucken dir jetzt vielleicht zu und dann. Also, du machst am besten jetzt nichts Verwerfliches mehr, okay? Ja, überholen musst du trotzdem, wenn ich schneller bin. Naja, ja, aber dass du jetzt. Und dann überhole ich meinetwegen auf der Standspur. Damit ich dir das mal zeige, wo sie auch fahren können. Ganz einfach fürs nächste Mal. Ja. Du Fatzke. Ach, Mensch, du. Aber Zuschauerzahl ist immerhin keine 1, ist schon mal gut. Was ist denn 0? Felix, wo hast du lesen gelernt? Nee, mein Problem ist wirklich immer, ist zu klein. Nein, es ist groß. Ich kann nicht lesen. Wenn man aber einen Text in einer Zeitung, Buch, andere Lektüren, die von gewissen Schreiberlines geschrieben worden sind, hat man zum Beispiel Groß-Kleinschreibung, Satzzeichen. Ja. So gewisse Sachen, die einfach zu so einem Text gehören. Wenn man dann aber eben hier so einen Chatverlauf liest und dann gar nichts davon hat, ist das dann immer schwierig in seinem Kopf, der eh schon mit irgendwelchen anderen Zeug so zugenebelt ist, dann so noch so zusammenzusetzen, und, das und ist wirklich, es ist nicht schön. Für mich ist jetzt zum Beispiel in der letzten Nachricht irgendwie Freizeitpark. Ich weiß nicht, wann ich Freizeitpark mal vorgelesen habe, aber Freizeitpark ist das einzigste Wort, was da groß geschrieben worden ist. In einem Dreizeiler. Ja. Dann lest doch mal da. Ich werd grad abgedrängt, ohne Spaß. Ich werd grad abgedrängt. Hey, die war nach hinten. Hey, wo bist denn du schon wieder? Ich denke, die sind vor uns. Blocking, ne? Ich wurde geblockt. So. Ja. Du, ey, tschau, Junge. Hat man von Kraft. Ja. Jawohl, du Fatzke. So direkt Bann. Ich denke, die sind vor uns. Was? Das ist auch, naja, aber zwei haben uns ja auch überholt, ne? Ja. Ja, weißt du, was das so für zwei hier waren? Ich hoffe mal, die fahren dieselbe Route wie wir. Jetzt gleich. Die sind richtig drauf anlegen. Das nützt aber nicht, wenn du 700 Meter vor mir bist und das eh nicht siehst. Ich will aber die anderen haben. Meinte einen Kommentarleser.
wenn du aber, deine vorherige Frage war aber, Felix, wo hast du lesen gelernt? Was soll ich denn da jetzt mit dem Kommentarvorleser, wenn ich deiner Meinung nach lesen lernen muss? Das widerspricht sich ja jetzt nicht, aber es ergibt trotzdem keinen Sinn. So, jetzt bin ich schnell, jetzt kann ich den erstmal überholen. Und zwar rechts, links, geradeaus. Rechts. Ich habe rechts überholt. Mit Motor-Fehlfunktion noch dazu. Scheiße, Motor-Fehlfunktion. Wie viel Prozent hast denn du? Ja, 31, glaube ich. Na gut. Genau. Ja, hup doch ein bisschen rum, Alter. Ich zieh gleich rüber, du Idiot, Junge. Ach, Carsten, wo bist denn du so? Ich seh schon nicht mehr auf dem Tab, du. Was auch nicht. Mann. Also. Was soll nur aus uns zwei werden hier? Du fährst nur vorne weg, krieg nur Schaden, wenn von irgendwelchen Leuten versucht wegzurammen. Oh, jetzt hab ich auch solche vorrischen Skills hab, versuch ich dem auszuweichen. Mich will keiner wegrammen, das finde ich gar nicht ungerecht. Warte ich einfach weiß, dich. Ich kenn bloß die Strecke nach Düsseldorf, Dover, ne? Da bist du mal derjenige, der als erstes von irgendeinem Auto frontal ins Abbekommt. Ja, aber heute nicht. Wo, da höre ich da bloß. Heute aber nicht. Ich fahre jetzt Geschwindigkeitslimit, dann sollst du mich irgendwann mal aufholen können. Hoffe ich mal. Hast noch 150 Kilometer, bis ich da bin. Einen CD-Entzug? Ich weiß immer noch nicht so richtig, ich habe das immer noch nicht kapiert, wie wir das jetzt mit diesen CDs schmuggeln machen wollen. Weil ich jetzt einen CD-Entzug machen soll, Carsten. Na, du hast zu viel CD inhaliert. Ja, für mich ist jetzt immer noch die Frage... Weil für mich ist ja Crystal ist ja ein fester Stoff. Der ja zwar in eine gewisse Feinporigkeit zerbröselt wird, damit man ihn ja durch eine Nase... Aber wir haben uns ja jetzt auf das Thema Rauch festgelegt. Hey, machst du Crystal durch die Nase? Ja. Sicher? Oder? Ja. Alter, echt, das sieht man schon in der ersten Folge von Breaking Bad. Ohne Spaß. Und die, was wir mal angeguckt haben. Das ist doch dieses... Eine Weile her. Das ist ja das Kristallgedöns, was ja dann aber Schleimhaut in der Nase eben aufreißt und dadurch ja dann in den Blutkreislauf kommt. Ja, ist aber Koks selber dann. Ja, na, da kann ich nichts dafür, wenn die sich nichts Neues einfallen lassen. Aber Koks war doch auch das, was du dir, was du, nee, das war Crystal Meth. Was du auch in so einem Löffel erhitzen kannst, was dann flüssig dadurch wird, und was du dir dann auch spritzt. Oder war das Koks? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Crystal kannst du ja auch spritzen. So lange her, Alter, bis als wir das letzte Mal Drogen getestet haben, Carsten. Alter, warum bist du so langsam? Jetzt war auch nicht Spaß. Ich hab gesagt, ich fahre Tempolimit. Ja, warum denn das? Na, damit du irgendwann mal aufschließen kannst. Du bist ja wieder sonst wo. Ja, du hast ja richtig. Ich hab ja noch die Bremsdichter alles gesehen. Und duellierst dich mit irgendwelchen fremden Leuten hier, ey, auf der das Straße. Das war gerade richtig geil, wie ich den rechts überholt hab. Alter, keine Chance, der Wessi. Ich hab schrisch rund gemacht, Junge. Aber weißt du, dass ein Wessi war? Ich hab's jetzt einfach mal festgelegt. Und wegen diesem Video, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Soll angeblich auch Elsterglanz sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Angeblich. Ja. Also Eisenbahn. Hallo Olaf! Oh, klein Wortburg. Na, was willst denn du? Nicht so frech. Bist ein guter Sportler, aber nicht so gut. Bloß wegen dem bisschen Gerungse. Ich hab dich ein bisschen weiter weg gemacht. Die Pfeife. Das reicht vielleicht für Erfurt, aber nicht für Berlin. Der Honecker plant eine Spartakiade, um dem Imperialismus endgültig zu zeigen, wer hier der Chef ist. Überholen ohne einzuholen, sag ich. Das ist unsere Chance. So. Und damit wir endlich aus dem Dreckloch hier rauskommen, fährst du, Gackelheini, mit nach Ost-Berlin? Ich hab die Schnauze voll, Junge. Oh, oh! Der Ost-Berliner, der macht auch erstmal nach Ost-Südgraben hier. Ne. Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall, das ist auch der irgendwie aus Spartakus oder wie, der so im Film hieß, wo die das so nachvertont haben. Das ist auf jeden Fall eigentlich cool. Ja. Hab ich Schaden bekommen? Vielleicht ein bisschen. Das musst du gehabt haben, dem Manöver. Der sagt, ey, ich bin da nie umgekippt, Junge. Ich hab's bis jetzt immer geschafft. War es wenigstens gut im Bild? Ja, perfekt. Gut.
Ja, nee, ist ja schön, ist ja schön. Breitband. Kommt mir für ihn entgegen, ist ein Messi? Nee, gut. Fährst du gleich mal. Ja, hup noch ein bisschen rum. Fährst du gleich mal an der Standspur. Standspur, wo ist denn hier die Standspur? Na, das andere Ding. So, wer war denn das eigentlich? Das nur wegen Melden, darum geht's ja. Keine Ahnung, es gibt so viele. Der da am nächsten ist. Ja, nicht. Der Gas muss dann der hier sein. Report. Komm, aber zwei. Also, ich stehe ja noch, das ist ja kein Problem. So viel Schaden habe ich schon ohne bekommen, aber trotzdem regt es mich auf und muss nicht sein. Alles, alles. Du klangst gerade wie hier der Gilly, so heisern. Ja? Du klangst gerade mal ganz kurz heisern, so wie der Gilly. Von Esserglanz, der Sohn. Kann schon mal passieren. Fährst du irgendwann weiter? Ich höre mir gerade erstmal die Seele aus dem Leib. Ich fahre aber. Na schön, dann kann ich ja wieder ein bisschen Gas geben. Würde ich meinen. Alter, die Knöpfe an meinem Headset. Ich weiß nicht, welcher Knopf für was ist. Ich fahre weiter. Ich huste. Nebenbei. Und das war kein Husten. Doch. Na. Aber was ist eigentlich los? Wo sind wir in Tschechien? Ganz schön Betrieb hier. Ich wenn alles finster, sieht alles gleich aus. Mal so Bäume, hier mal eine Leitplank, wo man reinfahren kann, da mal eine Mauer, die man halb vier pushieren halt könnte. Aber langsam wird es wieder heller. Hier ist so auch mal so ein. Wo ist jemand? Daudam. Was? Alter, schon krass. Nur doch bei Roller. Keine Werbung, Felix. Ah, ich sehe auch dich auf der Karte. Bin hinter dir. Seh dich jetzt rechts blinken. Was ist denn hier drüben los? Eventuell wäre richtig geil, wenn das dieselben sind, die mich von. Also, wo das Duell, das stattgefunden hat. Ich wollte gerade sagen, das ist gelb, aber die Ampeln, die blinken nur gelb. Immer gelb, ja. Hier irgendwo in der Nähe ist bloß eine Garage. Na gut, ich müsste eventuell mal in den anderen Stadtteil. Um mal. Na, du weißt schon, mal. Ein bisschen den Schaden. Aber ich wollte doch gerne links überholen. Danke. Und sonst sogar beruflich. Gehst ein bisschen rum. Machst Pause. Ja, apropos Pause. Du Gagel Heidi. Ich könnte mal kurz eine Pause vertragen. Muss man bullern oder was? Ah ne, Wasser holen. Ich weiß. Wasser lassen und vielleicht auch Wasser holen. Ja, ich verbinde beides jetzt zwar nicht direkt, das ist aber super. Ich werde beides tun. Ich fahre dabei bei den anderen Stadtteil, guck mal, ob da eine Werk. Ich sehe doch, da ist schon den Schraubenschlüssel. Das ist doch super! Oh, geil. Repariere mich nämlich mal mit einmal hin. 61% Schaden und 31% hinten dran. Bis klein, ne? Ja, ich sag mal tschüss. Und ich bin jetzt ein Alleinunterhalter. Ich stell mich mal hier noch irgendwo hin. Irgendwo, wo es schön ist, ne? Umgebung ein bisschen beachten. Ja, betrachten. Nee, mach das mal. Ja. Und so. Ist er schon weg oder so? Ja, anscheinend ist er schon weg. Nee, irgendwie, wir hatten jetzt wieder auf Arbeit gewisse Umschaltungen. Das waren aber alles erstmal Baumaßnahmen. Die hatten noch nichts mit schnellerem Internet zu tun, aber waren gewisse Vorbereitungen, die auf der Straße getätigt werden mussten, um gewisse Kabel halt dafür vorzubereiten auf den schnellen Netzausbau. Da müssen in diesen Kästen halt auch noch auf Kupferbasis gewisse Sachen gemacht werden. Und das hat halt auch über 3 Tage, eine ganze Woche hat es eigentlich gedauert. Und da hat man auch so ein bisschen Kontakt mit gewissen Telekom-Kunden, werden es dann wahrscheinlich auch gewesen sein, weil die uns darauf angesprochen haben, was wir denn hier so machen und so. Und da war auch irgendwie einer, der hat die ganze Zeit, meinte der dann Witze zu erzählen, der hat dann auch irgendwie von uns den Spitzname Alleinunterhalter wegbekommen. Der musste auch immer irgendwie reden, hatte irgendwas zu erzählen und dachte, war lustiger Kauz. Der musste dann auch irgendwann schon unseren Namen, hat uns dann mit Vornamen angesprochen. War natürlich ein älterer, also der durfte das. Das ist ja läuft, Alter. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Geht hier der? Tack, tack, tack.
UN. Sind das nicht die zwei, die mich... Also... Und so. Mit denen ich gerade das Duell hatte. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich bin mir zu 80% sicher, dass es die zwei sind. Weil es war ein Scania und es war ein Volvo. Das weiß ich. Was geht ab? Ich glaube, Alter, ohne Spaß. Ich stehe jetzt nämlich hier gerade. Ich habe gerade was mit Arbeit erzählt und sowas. Es war nicht langweilig für die Zuschauer. Ich stehe jetzt aber hier gerade an der Werkstatt. Habe ich repariert. Drehe gerade eine Runde. Und ich glaube, an der Werkstatt stehen meine zwei Konkurrenten. Ja! Okay, ich komme mal zur Werkstatt. Ist die hier weg? Weit weg von mir? Na, in einem anderen Stadtteil halt. Musst du über die Autobahn oder. Na, ich gucke erstmal kurz nach, dass ich hier noch vielleicht gerade einen Auftrag habe. Wo bist du hin? Nach Krakau, oder? Nee, Katowice. Ich muss hin nach... Oh, ich hatte was nach Schweden, nach Schweden. Katowice. Da fahr ich genau bei dir durch. Ich hab was nach das Schweden. So nach Södertälje. Mal. Lass ich mal kurz die Karte auf. Obwohl, nee, Frachtmarkt. Damit ich weiß, wie es geschrieben wird. Warte mal, raustappen. Laufschrift ändern. Brno nach. Was sind ein paar Namen hier? Söder. Tell. Yeah. Und sogar noch der Betrieb hier. Oh, das war laut. Gerade eine Rakete gestartet. Felix? Felix? Anwesend, also mit einem halben Ohr anwesend. Was geht's denn? Ich hab Rakete verstanden. Na, hast du es gerade gehört? Nö. Draußen oder was? Im Real Life oder im Game? Hm? Nee, ich krieg nichts mit, wenn hier noch jemand mit im Zimmer ist. Wie lange bleibt denn dieser Zustand so? Ich bin noch am Überlegen. Ich werd jetzt drauf tippen, nicht so lange. Aber er ist ja auch immer noch da. Das ist ja nicht so, als ob er sich in Luft aufgelöst hat. Dieser Zustand, wie du es gerade, glaube ich, genannt hast. Na gut. Also ich versuche nochmal eine Kommunikation mit dem Zustand aufzubauen und melde mich dann nochmal. Na dann, probier das mal. In der Zeit können wir noch ein bisschen rumfahren. Wie immer. Bin ich ja mal gespannt, ob der Felix jetzt noch ein bisschen Stress aufgeladen hat in der Stadt. Mit seinen Freunden da. Wo sind die eigentlich? Ach nee, shit. Hä? Nee. Ach, geradeaus, okay. Alles klar. Da ist dann auch die Werkstatt nochmal. Kann man sich ja mal gönnen bei 6%. Hm. Oh, Alter. So, ich habe eine Verscheuchungsaktion eingeleitet, die klingt ungefähr so. Also, ist ein Eisenbahnvideo ganz einfach. Felix, kannst du mal kurz im Chat, kannst du mal kurz analysieren, was gerade passiert ist? Ich hab's gerade so halb gesehen, ich sehe ja bloß, er stand quer. Aber ich konnte auch nicht mehr analysieren davon. Davor, keine Ahnung. Also, ich hab gerade mal kurz hingeguckt und auf einmal war ich in dem drin. Also. Es war gerade irgendwie ein bisschen mysteriös. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber also das wird da mit den Drogen und sowas. Das ist ganz komisch. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar mehr Prozente abbekommen. 45, Alter. Beim Dominik geht es jetzt schon irgendwas um Profit. Also da möchte ich jetzt schon gewisse Zahlen wissen. Aber wir kosten ja immer noch erstmal Geld haben, ne? Crystal-Dampf. Ja, na, ich will erstmal Geld sehen. Da kommt dann noch so ein Löwe angezeigt. Erster Link in der Beschreibung. Du kommst mir gerade entgegen. Der könnte mal wieder benutzt werden, dieser Link da. Macht er dann. Genau. Kosten! Angsthase!
Wer hat hier Angst? Du hast dich ausgewichen, ich weiß schon. Boah, ey, krass, Alter, das war aber... Du hast mal ganz kurz, hast du so einen Humpel gemacht, ja, ja. Oder du hast am Anhänger, hast du ja ganz leicht so... Ja, so vorbeigeschlüpft. Der Rückspiegel wäre weg gewesen. Sind deine Freunde hier noch? Ja, die stehen wohl noch hier. Die stehen hier rum, aber ich weiß nicht, ob du die Namen zuordnen kannst. Dieser keine Ahnung, tak, ich hab's... Tak, 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 tak. Nee, ich hab's, die waren ja bei mir direkt, das... Ja, mit den, in Klammern, der... Huhn. Hm, ist meistens halt Ungarn irgendwas. Hm. Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Was war halt auch Scania und der Volvo. Und es war halt Fensterlackierung, konnte ich jetzt da nicht so erkennen. Ach, ich bin mir ziemlich sicher. Hat man mal die Vorfahrt genommen. So langsam wieder fährt. Hm, na, vielleicht werden wir noch ein paar andere Freunde treffen auf dem Weg nach Schweden. Oder Norwegen. Kommst du dorthin angefahren? Bist du das? Was ist ein. Wo? Ich weiß es nicht, ob du hier angefahren kommst. Ja, bist du. Ich sehe einen grünen Punkt. Wär schon angehupt. Wer fährt denn hinter dir? Jetzt sag nicht die. Doch. Nee. Ja. Ja, moin. Na, die müssen eh nach rechts. Die haben bloß Pause gemacht. Ich würde die einfach mal ausbremsen wollen. Felix, wollen wir die einfach mal ausbremsen? Also wir fahren jetzt einfach mal langsam quasi. Na, fährst du mal langsam auf. Komm mal links, weil wir müssen ja dann eh links abbiegen. Ja, stimmt schon. Ich hoffe mal, die müssen dann auch links abbiegen. Das wäre. Komm erstmal Gegenverkehr, mal gucken, was der macht. Ja, aber nicht so langsam, dass die dann rechts überholen. Das kann man. Ah, fuck, nee, die fahren nach rechts. Oh, schade. Oh, oh. Die Spielkameraden weg. Ich hätte auch Lust gehabt, muss ich sagen. Ja, weil schon. Ich finde, das ist Konkurrenz belebt das Geschäft. Und natürlich muss man versuchen, besser als die Konkurrenz zu sein und eventuell die aufzuschneiden. Stell dir mal vor, wie bei der Mafia gewisse Manöver. Ein paar Nagelbänder rüberwerfen. Wenn die sich alle. Nagelbänder. Wenn die sich alle auf dem LKW. Hand sie zermalmen. Auf dem LKW-Parkplatz alle so gegenseitig Reifen abstechen. Laden aufschlitzen. Ja, shit. Na, guck mal, da fahren schon wieder ein paar los. Jojo. Na, auch wieder die Konkurrenz, Junge. Gleich abbrennen. Ja, mal hier. Fatzken. Kurz mal ein bisschen rüberfahren. Naja, hup nur. Wie viel soll ich spenden? Naja, so ein Standard-Equipment für ein Labor. Also vierstelliger Betrag, Minimum. Was, nur vierstellig? Na, fünf. Ey, jetzt. Wir wollen es ja nicht. Es können ja mehrere, es muss ja nicht von einer Person kommen, aber trotzdem, ich sag mal vier Stunden. Ja, aber guck mal, du brauchst eine Unterkunft oder eine Anlage, wo du das erstmal unterstellst. Ich denk, in deinem Zimmer wird nur ein bisschen Platz sein, oder? Du musst vielleicht mal ein bisschen altes Zeug rausräumen. Mensch! Immer so kompliziert denken. Bei dir wohl nicht, oder was? Zwischen der Eisenbahn fällt es da gar nicht auf. Das ist. Das geht guck mal, wenn du da so ein kleines Labor mit eingebaut hast in deiner CT. Das fällt doch keiner auf. Oder? Die stampfen da so ein bisschen. So ein Chemiewerk meinst du halt quasi. Ja, genau. Und dass die Rohrleitungen wirklich eine Funktion haben. Genau. Das, das wäre doch richtig cool. VEB Quisledamm. Sollte ich das dann auf dem Modellbahn nennen? VEB. Volkseigener Betrieb. Ah, okay. Ach, Carsten! Mensch, du. Kennen wir ja noch. Logisch, wir sind ja da aufgewachsen in der DDR. Na, eigentlich überhaupt nicht. Deswegen. Oh, tja. Aus Erzählungen der Älteren. Ja. Ich und mein Bruder, der war ja halt auch schon jung. Zu der Zeit. Halt sagen. Der neue Krimi, die Planenschlitzer von Kevin. Was wird ein Tatort, Junge? Ich hab noch nie einen Tatort angeguckt. Nee, da hast du was verpasst. Ich guck gerne mal Krimis, aber Tatort ganz wenig. Hm. Also es kommen ab und zu mal noch andere Krimis auf ZDF. Mach mal einen Chemnitzer Tatort, ja. Machen wir dann auf YouTube. Gab's doch bestimmt immer. Gab's einen Tatort von überall mal so. Ey, ich glaub, das sind doch dann. Da gibt's bloß so die keine Ahnung. Spots. Keine Ahnung. Chemnitz machen groß. Außer wir ziehen nach Dresden, dann machen wir Dresden. Was denn jetzt? Nach Leipzig oder nach Dresden? Muss ich wirklich mal entscheiden. Aus Dresden, lustigerweise, würde ich sogar ein paar YouTuber kennen. Also nicht persönlich, aber ich wüsste, wer aus Dresden kommt als YouTuber. So. Sogar. Und Leipzig auch.
Da gibt's auch also so war einen, gehüpft wie gesprungen bei dir. Nur in Chemnitz, keine Ahnung. Kenn ich keinen. Ja, theoretisch. Ja, wir kennen keinen, Carsten. Gut, na, ich meine keinen großen. Nee, das, du siehst das, du hast, ja, du hast den Blick auf dem, mit dem richtigen Auge auf den richtigen Punkt. Wir kennen da keinen. Ja. Mit dem zweiten sieht man besser, genau. Was ist denn das mit dem dritten? Hast du das ist das YouTube. Hast du einen Röntgenblick oder so? Mit dem dritten Auge. Nee, das ist halt, nee, das ist das Indische. Dieser Punkt, ja, auf der Stirn. Das ist ja das Schön. Dritte Auge. Oh, cool. Hast du einen dreidimensionalen Blick? Nee, haben wir ja schon, shit. Da stimmt irgendwas nicht. Mit einer VR-Brille, oder was? Tatort, genau. Mautstelle. Waren wir gerade schon an der Mautstelle? Was? Na, kommt noch. Tatort, Autobahn, geht immer. Ein paar Leichen. Das ist Allah von Cobra 11 dann. Alter, du kannst übel geil die Leichen unter den Asphalt kehren. Also, wenn du damit so. Ja, trotzdem, irgendwann wird auch mal Asphalt. Fällt mir doch gerade auf, aus dem Industriemuseum, da gibt es doch auch so eine Teerleiche. Eine Teerleiche, genau, Teerleiche, der da reingeflogen ist. Ja, oh, das ist trotzdem, ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt noch ist, nach dem Umbau. Warum denn nicht? Das war das so aus in der standardmäßigen Ausstellung. Kann sein, die ist noch drin, ja. Ich glaube, die ist noch drin. Das war ja nicht so schlecht. Trotzdem gruselig, ja, wieso? Ja gut, wenn man sich die Umstände überlegt, wie man zu sowas kommt. Ah, du bist im Museum ausgestellt, ne? Alter! Siehst mal so. Ja, das ist genau wie mit hier, oh Mensch, wie hieß denn der gleich? Oh, die Körperwelten hier. Das ist sowas komisches. Aber war das nicht aus Nachgebauten? Oder was echt? War echt? Echt? Also ich hab's mir angeguckt, aber ich... war das echt echt? Ich dachte, das war nachgebaut. Carsten hat Leichen im Truck. Der Oehlinger, der macht jetzt schon so eine gewisse Geschichtshandlung, würde ich denken. Achso. Na, wir können ja dann jeden Samstag hier einen schönen Tatort drehen. Im ITS. Lieg. Gleich. Da liegt. Da lieg ich. Hier liegt. Bin ich. Wo soll ich jetzt? Und dann so beruflich. Vor mir, hinter mir. Seitlich. Ostrava komm ich raus. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Guck mal bitte. Ich fahre. Ja, hinter mir. Ich fahre. Da fahre ich jetzt halt wieder langsam. Ja, sehr langsam. Wie weit denn hinter dir? Keine Ahnung, ich hab's noch auf dem Navi gesehen, es geht noch. Nicht, dass mir jetzt gleich die Kaschmaugen über den Weg laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob du dann halt dieselbe Autobahn noch fährst. Die werden gleich sehen. Na, die sind ja woanders hingefahren. Du hast ja in der Navi eingetragen, wo ich hin muss, ne? Ich fahr durch, quasi. Ich fahr direkt da durch die Stadt. Die kommt jetzt gleich bei mir, sogar. Wie viele Kilometer hast du noch? Ich werd's gleich sehen. Halt doch mal die Fresse, hüpft doch mal hier so rum. Tut mir leid, so. ich muss halt auch was sagen. Ne? Wartung, aber nee, der hier rumgehupt hat, auch Carsten. Nein, ich fühle mich jetzt angesprochen, ich bin jetzt eingedickt. 100 Kilometer. Ah, okay.